Hallo und willkommen mit einer Folge Tower Fantasy. So, wie verlassen wir mal den Bezirk durch die Abgrundströmung? Aber mal schauen, ob wir dann wirklich einfach draußen sind oder. Ob wir vielleicht irgendwann rauskommen? Finde ich jetzt ein bisschen random, wenn wir jetzt einfach wieder draußen vor der Ruine stehen, aber mal schauen. Wahrscheinlich wird jetzt darauf hinauslaufen. Wenn das da schon so steht, dass wir jetzt den Bezirk wieder verlassen sollen als Mission. Ja, okay, sind wir aber wieder draußen, ja, auch gut. Should be safe for now. Ja, schon ein bisschen Doctor, random, ey. Are you okay? Just a little exhausted. Don't worry. Nothing a little rest can't fix. How's everyone doing? More startled than hurt. Looks like everyone's all right. We underestimated the destructive power of the Black Jade Guards. It seems that it will be impossible to return to the ruin for the time being. It's a pity we couldn't salvage some remains of the guards, even partially. If some pieces can be obtained for research, Niner's heavy machinery can surely find a way to deal with them. But it was a pressing situation just now, so it wasn't a top priority. Sure. But our trip was not without success. Our experiences, devices that only darkness can activate, and dark forms. After deciphering it, we will surely obtain a lot of information. Madam Ling Han! It's great that you're all okay. I've been so worried. We have found a very important clue. Master Yu needs to review it as soon as possible. Master Yu is currently monitoring the activity of the Ignisville Ruin. Nanyin launched an attack there with the intent of stealing the Crystamax. Lady Juche and Madame Wong have already rushed over, but I don't know what the situation is now. Moreover, a large number of Abyss Currents appeared in Aquaville, and support was urgently needed there. Huh. I understand. Yin Miao, Doctor, please take the Dark Form back to Zhengong. Mingjing, Tianlang, you can help deal with the Aquaville Abyss Currents. Executor, Miss Shirley, let's go. Okay, vielleicht gibt es noch eine Aquastadt, gibt es noch eine Wasserstadt hier, ey. Dann, müssen wir hinten hin. Wir waren ja auch im oberen Teil der, vom Gebiet Neuen waren wir ja noch gar nicht, wir sind die ganze Zeit hier im unteren Teil hier unterwegs. Aber es gibt ja noch so einen, also auf der Karte gesehen, noch einen oberen Teil. Nördlichen Teil, wie auch immer man das sagen will. Wenn wir gerade gucken, gibt es hier oben ja noch. Wir haben das hier noch. Hier ist ja irgendwie nichts. Hier ist ja hier oben ja noch was. Ich kann auch, dass hier einfach irgendwie. Vielleicht ist das ja als Wasser so von der Theorie her. Kann halt sein, ne? Deswegen ist hier halt quasi so gesehen. Jawohl, wäre ja trotzdem wie strange. Weil wir fest hier oben ja noch irgendwas. Obwohl, da kann auch bestimmt. Was heißt Wasser? Hier ist wahrscheinlich einfach über Luft. Ne? So wie hier quasi. Dass einfach nichts ist. Aber eigentlich muss hier ja irgendwas sein. Es wäre ja nicht Karte. Sonst hätte die Karte ja auch einfach hier so längs zeichnen können. Oder. Einfach gar nicht, also das ist einfach, die hier anfängt, nur dieses Gebiet hier ist, ne, so gesehen. Egal. Gehen wir mal in die Ruinen, schauen was da der Sache ist. Tatsächlich, ich gehe davon aus, dass die, es sind ja vier diese Küstermax hier. Ich gehe davon aus, die werden alle von denen kriegen und dann wird sie irgendwas beschwören. Und das werden wir dann eher mal bekämpfen, das habe ich ja schon mal erwähnt. Es wird einfach zu 100% darauf hinauslaufen. Kann ich mein Fahrzeug hier drin eigentlich benutzen? Bin ich so schneller? Halt nicht so, bin ich so schneller? Alles schon, ne? Hat den hier vorher auch schon kaputt? Das war doch das Ding, was ja zu Eis wurde, was denn, oder nicht? Ich glaube, das war vorher nicht kaputt, würde ich behaupten. Das ist davor eine Lava. Schon, dass es Lava da schon soll. Das ist ja auch zu Beginn von Flammstadt, ne? Also so gesehen. Nanyin. She got away with it. Ah, wusste ich doch. I don't know what she's up to now. She must be stopped. Thank you. Leave the rest to me. Playing games yet again. Ja, die wird doch eh abhauen. Dann hat sie drei. Und dann müssen wir gucken, dann werden wir wahrscheinlich zum vierten hinrennen, um das quasi vorher zu kriegen und dann das nächste ist das auch weg.
Und als vierte wird er irgendwo ein Aquastadt dann sein wahrscheinlich, oder nicht? Wer ist der letzte Bezirk? Boah, ist er gleich wieder weg. Ohne wir kämpfen mal gegen sie, aber wahrscheinlich wird sie ja trotzdem abbauen, glaube ich, dass wir sie jetzt einfach besiegen. Das ist ja so. Lass jetzt die Story jetzt besiegen, wir sie einfach den Kampf gerne so zu Ende. Perfekt. Hälfte haben wir gleich. Jetzt auch wieder ein Boss, haben wir dann mal. Geht echt einfach um Damage, aber nur raufhauen, ne? Ich kann einfach links. Kann ich eigentlich Baustaste gedrückt halten zum Angreifen von der Tür? Funktioniert, glaube ich, nicht, ne? Ja, jetzt könnte man einfach sagen, ich hätte eine Baustaste drücken, warte, aber es ist ein paar Minuten, ne? Kampf immer zu Ende, aber so einfach ist es dann doch nicht. Man muss schon noch mehrmals drücken, um anzugreifen. Ich glaube, da ist ja auch mal weniger. Hey, nicht da ausdashen. Was denn? Das haut sie ab. Duties. If only I had noticed earlier. It's no one's fault, Liu Hua. Your injuries! This? Oh, this is nothing. Don't act tough! This Nanyin, she really is a monster. She's gotten stronger. Is this the effect of Crystamax? Or did she deliberately hide her true strength before? Or possibly both. Master Yu needs to know what happened here. Let's go back to Ignisville Mansion to talk things over. Yes, let's get out of here first. Okay, dann zu einer Flammstadt. Ja, das wäre logisch, das ist ja eigentlich jetzt zum vierten Crystamax zu gehen und alle verfügbaren Kräfte, die wir haben, das Ding zum Verteidigen zu benutzen, so gesehen, oder nicht? Oder uns das selber anzueignen und das dann irgendwie zu verwahren irgendwo, so gesehen. Wo man es besser verteidigen kann. Aber mal schauen, worauf draus ist, das hinausläuft. Was ist der weitere Plan hier ist.
Fahren wir los. Hey. Keiner da, ich bin der Erste. Yan Liao has sent the dark form to Jun Gong, and Tempest is deciphering the information contained within. Rarely have we had such direct contact with the Blackstone civilization. Our understanding of them will be even greater. The result of the deciphering may explain the actual use of the Hendeka County ruin, and some of our guesses may also be confirmed. We currently believe that the ruin is some type of special laboratory. It is closely protected by Black Jade guards, and anyone who misuses its mechanisms will be attacked by the guards. The elders were trapped in the ruin at that time. They had no choice but to let Nanyin complete that transformation. After seeing it with my own eyes, I believe that is the case. It was a last resort. And it was also a sacrifice. So, Nanyin became what she is now. The principles behind that device are not yet clear. But it's obvious that Nanyin's power is far greater than it was in the past. We failed to defend the Ignisbil ruin. I see. Before returning to the Forbidden County, we had many misunderstandings about Nanyin. Betraying Domain 9, that was not her original intention. Thank you for bringing back the truth behind the Hendeka County calamity. We will never forget the efforts and sacrifices of the past. Only by completely eradicating the darkness pestilence can we give some comfort to the elders. But as for the Nanyin now, how much of her is still that Nanyin we knew before? We still need to be wary of her. Nanyin has already taken 3 Crystamaxes, so her next target is already obvious. Ja. Aquaville must respond early. Genau. In addition, the Dark Form may give us important clues. I will urge Zhang Gong to complete the deciphering as soon as possible. Whether we can change the direction of the future, perhaps it may all depend on this next battle. Okay, aktivieren unerwartete Gäste. Executor, I heard you are back from the Forbidden Hendeka County. Could you meet me at the Infinite Sundial? Och nee. Of course, we are on our way. Warum denn da? Es muss ja da wieder da hochlatschen. Ja, wo war das hier? Mann, Mann, Mann. Hat er noch mehr gesagt? Naja. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Das Wichtige werde ich Ihnen das gleich erklären, wenn wir da oben sind. Dann geht aber weiter. Im Ladebildschirm. Dann latschen wir mal wieder nach oben. Wo sind wir jetzt hier storymäßig eigentlich? Die Liste ist auffällig. Das heißt, wir sind jetzt genau 0%. Wir sind jetzt quasi Wolkenfront gerade angefangen. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme das letzte Ding denn da. Also weit voraus bin ich jetzt auch nicht. Oder jetzt 2 Wochen oder so. Aufnahmetechnisch. Ich weiß halt, wann wieder ein fettes Story-Upgrade kommt. Wir sind ja, wie gesagt, im Zeitpunkt Aufnahme auf jeden Fall in 3.7 gerade, glaube ich, wenn ich täusche. Jetzt komme ich ja nicht durch. Wahrscheinlich wird das nächste Jahr erst Update 4 kommen, oder nicht? Ich weiß halt nicht, was in 8 oder 9 oder so, wenn es die Updates noch gibt, ob da noch irgendwas kommt, weil ich glaube, wahrscheinlich eher weniger, ne? Ich glaube, unsere Vergangenheit waren, glaube ich, entweder die 5er, also die 3.5 und sowas, war, glaube ich, noch so storymäßig. Aber ich glaube, die Dinger dazwischen waren einfach nur so Event- und Wartungsarbeiten-Zeug und so ein Zeug, oder nicht? Oder bin ich gerade doof? Ich weiß, aber da ging es auch storytechnisch weiter, ich weiß es gar nicht mehr, kein Plan, ne? Aber wahrscheinlich wird es wieder, wenn ich irgendwann mal die Phase, wie ich hier wieder fähig bin, erstmal fürs erste mit Tower Fantasy, wird wahrscheinlich erstmal wieder eine Weile nichts kommen davon, also auf meinem Kanal. Von daher kann sich die Story dann wieder in Ruhe weiterentwickeln. Also jetzt ist ja auch schon fast ein Jahr her, dass erstmal was an Tower Fantasy auf meinem Kanal lief, von daher
no need to introduce yourself. I know who you are. Well-trained and disciplined, you are constantly scanning and analyzing your surroundings. Even though you're already a part of Domain 9, your unique temperament still stands out. And this must be your inseparable companion, Miss Shirley. Pleased to finally meet you in person, Executor. I'm Yanuo. Huh? Very rare for Yanunu to make such a serious comment. Executor and Shirley, does this ring a bell? The new encounter I've previously introduced is finally here! It's Miss Yanuo, who taught you how to survive in the wilderness unprepared. That's right. But the scenario of being in the middle of nowhere is only an example. How to respond to a fleet of an unknown civilization is also worthy of in-depth discussion. How to communicate and live harmoniously with many elves on their land is also a topic. First, determine whether the civilization is present. Then, evaluate the level of danger in each specific situation. Excuse me. I digress. Glad to meet you. And thank you for looking after Breely. I look forward to working with you both. While you were on the mission in the Forbidden Hendeka County, I got myself acquainted with the basics of Domain 9. Give me a shout if you need a hand in the future. Good to have you here, Miss Yanuo. I'm feeling even more at ease now that Yanunu is here. This team can easily tackle most problems with no need for a miracle. This is not all. Another friend has been waiting for us at the Ignisville Celestial Gate. Let's rendezvous there. Another friend? Mm-hmm. We had some trouble activating the Omnium reactor earlier. Teacher told me the headquarters would send someone to assist us. If we can all work together to locate the problem, we might find a solution. We are having trouble again? The upgrade of the Infinite Sundial is not a smooth sail after all. Well, we've had quite a few theoretically impossible situations. And challenging situations like this require us to unite as one. Well said. So, our next mission is to welcome our new friend from the High Cross headquarters. Let's roll! Okay. Ich würde aber sagen, hier machen wir wieder morgen weiter. Dann wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.